Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. Wir müssen unsere Schulden abbezahlen. Ich glaube 25.000, unsere Hälfte. Also insgesamt 50. Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Was geht's? Frank hat eine Besprechung mit den anderen Bossen und hat so gut wie all meine Leute als Bodyguards abgezogen. Und ich bräuchte jemanden, der einen Auftrag für mich erledigt. Derek, die Kerle weigern sich immer noch zu arbeiten. Was? Wieso? Wegen dem Blaumacher, den du gefeuert hast. Hey. Scheiße. Tja, Vito, dann muss der Auftrag warten. Kannst du uns erst in dieser Sache helfen? Worum geht's denn? So ein Typ ist eine ganze Woche lang nicht zur Arbeit erschienen. Hat krank gefeiert. Das faule Schwein. Da habe ich das Arschloch rausgeschmissen. Und jetzt machen seine Kumpels dicke Arme und drohen mit Streik. Aber es dürfte reichen, wenn ich mit ein paar Leuten anrücke, mit denen nicht zu spaßen ist. Dann kriegen sie es mit der Angst und kommen zur Raison. Ich gebe dir 1000 Dollar. Einverstanden? Klar. Bei so einer Summe sage ich bestimmt nicht nein. Prima. Du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches Gesicht machen, oder Steve? Abwarten. Okay. Nicht klar, Derek? Alles klar. Ja. Die 1000 Mäuse bringen uns jetzt aber auch nicht unbedingt weiter. Aber ey. Und nu? Diese Wichser haben den Arsch wohl sperrangelweit offen. Das ist nicht das erste Mal, dass sie mir Scherereien machen. Weißt du, wie viele es sind? 3, 4, 10. Scheiße, woher soll ich das wissen? Ist das wichtig? Nein, aber was sollen wir mit ihnen machen? Kommt ganz drauf an, wie die Tarifverhandlungen ablaufen. Und es reicht, wenn ich rede. Ihr müsst nicht das Maul aufreißen und beweisen, was für Schwachköpfe ihr seid. Die heutigen Gewerkschaften wären stolz. Alter. Tarifverhandlung. Nun, was gibt's hier für ein Problem, Freunde? Oder waren zwei Zwillinge? Wir möchten, dass Sie Big John seinen Job wiedergeben. Wer hier eingestellt oder gefeuert wird, bestimme einzig und allein ich. Und ich will ihn nicht mehr sehen. Mr. Pappalardo, haben Sie doch ein Einsehen. Er hat Familie. Er braucht die Arbeit. Meine Entscheidung steht. Ich hab's euch doch gesagt. Ruhig bleiben, Vinny. Wir klären das ganz ruhig. Friedlich. Wir reißen uns Tag für Tag den Arsch für diesen Fettsack auf. Und wenn uns mal was zustößt, wird er uns genauso fallen lassen jetzt wie John. Jetzt halt mal die Luft an, Jungchen. Ich will kein Wort mehr über diesen verfluchten Faulpelz hören. Was heißt ihr Faulpelz? Ihm ist eine Kiste draufgefallen während der Arbeit. Verstehen Sie? Das Scheißding hat ihm beide Hände gebrochen. Das ist sein beschissenes Problem, nicht meins. Und jetzt schlage ich vor, ihr geht wieder an die Arbeit, bevor hier noch ein paar Unfälle stattfinden. Du verdammte Drecksau! Ihr Arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den Sack. Gewalt führt doch zu nichts. Runter mit den Waffen. Wir wollen keinen Ärger. Das kommt mir aber ganz anders vor. Und das könnte dazu führen, dass ihr mächtig Ärger kriegt. Wenn ihr keine Lust habt, euch neue Jobs zu suchen, dann seid ihr in 10 Minuten wieder an der Arbeit. So sind sie, Vito. Immer nur am Meckern und Jammern. Vito? Dann musst du Scalettas Sohn sein, nicht wahr? Dein alter Herr hat mir ganz oft von dir erzählt. Du siehst ihm ähnlich. Aber wieso arbeitest du für dieses Schwein? Halt dein dreckiges Maul. Kein Wort mehr. Gar nicht hinhören, Vito. Der Kerl verzapft nur Mist. Komm, gehen wir. Nur Mist, hä? Dieser Dreckskerl hat deinen Vater umgebracht, Vito. Was? Die wollen dich doch nur einwickeln. Derek? Hey, nimm das Ding vor meiner Nase weg. Sag ihn mal, wie dein Dad damals ertrunken ist. Er hat mit Steve einen Spaziergang gemacht. Und Steve ist allein zurückgekommen. Patschnass! Du sollst die Knarre runternehmen. Was ist mit meinem Vater passiert, Derek? Sag mal, drehst du jetzt durch? Glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen Pennern? Wie lange kennen wir uns schon, Vito? Was habe ich nicht alles für dich getan? Wieso warst du nass, Steve? Bist du reingesprungen, um ihn zu retten? Weil er nicht unter Wasser bleiben will. Halt deine blöde Fresse! Vito, du hast einen Eid geschworen. Ich war dabei. Unserer Familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen. Erzähl das meiner Mutter. Soll ich ihn umnieten? Nein, nicht hier. Mit dem rechnen wir später ab. Du enttäuschst mich, Vito. Du enttäuschst mich sehr. Ich werde noch viel mehr tun, als dich enttäuschen, Derek. Und Steve. Dein Vater? Nicht jetzt. Ich muss den Kerl erwischen, bevor er abhaut. Hauptsache, der elende Wichser kriegt sein Fett weg. Vinny, wo hast du die her? Lass mich mal machen.
Aber wir brauchen doch die Kohle. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Kommt mit, Männer. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch aus. Vito kommt allein zurecht. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Richtig. Geben dir Deckung. Oh. Ui, 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 ui. Okay, ich muss echt zugeben, mit der Zielunterstützung ist es doch ein bisschen einfach. Aber ich spiele es ja eigentlich wegen der Story. Die Story kriege ich soweit ganz gut mit, wie ich finde. Nicht treffen, nicht treffen, nicht schießen. Ha. Junge, 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 Junge. Oben ist einer. Da ist einer. So, wir haben nur noch 18 Schuss. Das ist natürlich ein Meisterwerk und wunderbar. Und so werden wir auch nicht unbedingt mehr Schuss kriegen. So. Da haben wir nur eine. Gut, nehmen wir erstmal die. Puh, falsche Taste. Alter. Wo? Oh. Ich glaube, ich bin ein bisschen blind gerade. Also, naja. So, da hinten ist noch einer. Komm. Ah, da ist noch einer. Bleib da stehen, ich muss nachladen. Komm da raus. Waschbär. Zwei. Na, laden wir einmal nach. So. Der ist auch garantiert noch da. So, von wo kam das jetzt? Tut mir leid. Ich bin gerade blind. Was? Wo? Oh. Da. Okay. Steve? Dein Ernst? Arschloch. Nummer uno. Ey, wir reiten uns so in die Scheiße rein. Das ich mitnehmen? Achso. Sehr gut. So, und Derek ist wahrscheinlich da reingelaufen. Ich hasse es. Ich wollte mich gerade dahinter ver... Ja. Läuft. Würde ich sagen, läuft. Wo hat er sich versteckt? Keiner gesehen. Ernsthaft, kommen die auch mit? Ah, Cutscene, ne? Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Ratsfutter. Alter! Du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Ja. Ich schätze schon. Da oben. Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Ich bin mir da nicht so sicher. Mein Freund. Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Der Apfel fehlt nicht weit vom Stamm, Herr Vito. Mir ja nicht so sicher. Du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt. Alter. Na. Was so?
Alter, was? Wie soll man denn... Mann! Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay, gut. Kommt mit, Männer! Das ist Wahnsinn, drin. Jungs. Haltet euch raus. Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Vorwärts, Vito. Wir geben dir Deckung. Genau. Ein paar Waffen mehr schaden nicht. Da hat er recht. Da hat er recht. Geh da weg! So. Du wirst genauso enden wie dein Alter. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich hab dir nie getraut, vom ersten Moment an dich. Am besten irgendwo unten verstecken, ne? Läuft. Wunderbar. Mein Gott. Aha, aha. Irgendwer ist doch hier schon wieder am Rumballern. Hey, Schnucki. Sehr gut. So. Ja. Würde ich sagen nochmal, ne? Kann man auch oben hergehen, vielleicht? Eventuell? Vielleicht? Nein, eher nicht. Eher nicht, okay. So. Aha. Wenn wir hier fertig sind, bist du Rattenfutter. Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Das ist Wahnsinn. Alter, was? Okay. Ach ja. Die Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fettwanst, wer wir sind. Okay. Ein bisschen mit Hirn. Das ist Wahnsinn, Jungs. Haltet euch raus. Vito kommt allein zurück. Ein paar Waffen mehr schaden. Oder Vito. Geben wir Deckung. Jetzt ist natürlich die Frage. Warum steht er jetzt da hinten? Und warum hat er mich gesehen? So, mal ein bisschen Munition suchen hier. Irgendwo. Hier lag, glaube ich, irgendwo Steve, ne? Ja, Rollo. AKA die Glatze. Einmal nachladen. Bisschen nachgeladen, okay. So, ich versuche das jetzt ein letztes Mal und dann raste ich total aus. Verdammt.
Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch. Hä, da wäre ich mir nicht so sicher. Wenn wir mit dir fertig sind, sicher? Komm schon. Du wirst hier sterben, Vito. Wie dein Vater. Alter! Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Ach da. Ja, natürlich. Du weißt, was mit dir passiert, wenn das Haus. Ja. Warum habe ich keine Mollys? Der fehlt nicht weit vom Stamm, Herr Vito. So. Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie dein Vater. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die ganze Zeit so weitergehen soll. Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Alter. Vater, ey. Vermisst du deinen Vater, Vito? Nein. Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Was haben wir hier? Ich hoffe, die spawnen nicht hier drin. Das wäre nämlich gar nicht mal so geil. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann Jungs. Einfach davon spazieren? Du bist am Arsch! Naja. Du wirst hier sterben. Ernsthaft? Wo? Ja, klar. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Mhm. Ich weiß ja nicht. Dass er jetzt ein Problem gelöst hat. Durchsuche Dereks Büro. Okilidokili. Okay. So. Oh. Wow. Ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Ja, da hatten wir aber schon mehr Geld, oder? Hier noch irgendwas? Tagebuch? Ja. Oh, ich hoffe, wir kriegen keine großen Probleme. Also wir werden auf jeden Fall große Probleme kriegen, aber... Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen. Ja. So. Steht die blaue Karre noch hier? Jawohl. So, so. Junge. Ein etwas teureres Auto, oder? Könnte aber auch schon die Farbe drauf schließen lassen, okay. So. Niemand hat mich gesehen. Das ist schon mal von Vorteil. Verdiene 27.000 für Bruno. Bruno, Entschuldigung. Ruski. Da könnte man eventuell... Ich weiß gar nicht... Hier kann man gerade keine Autos abladen, ne? Nee.
Bei dem nächsten Schiff vielleicht? Nein, eher nicht. Okay. Dann würde ich sagen... Ja, tut mir echt leid, dass das jetzt hier so lange gedauert hat, dass sich das so hingezogen hat. Ja, naja, ist halt so. Gut, nein, da wollte ich nicht hin, ich wollte da hin. In der nächsten Folge, würde ich sagen, fahren wir einmal hier zum Schrottplatz. Brewski war doch der Schrottplatz, ne? Ja. Und gucken, ob wir diese Karre hier verscherbeln können. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.